Hallihallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen zur zweiten Wortvorstellung heute. Und zwar gibt es zwei schöne Einachskipper vom Tschechoslowakia, von der Tschechoslowakia Modding Company, der CSMC. Und zwar von der Firma, vom Hersteller ZDT, Collet NS8, es sind zwei Kipper, die jeweils 10.000 und 15.000 Liter transportieren können. In grün-gelb gehalten, passend natürlich zu meiner Lieblingsmarke John Deere. Ja, das war jetzt mal kurz Schleichwerbung. Wir schauen gleich mal in den Job hinein und dann sehen wir auch, dass die Bilder auch ordentlich sind. Tolles Logo von ZDT, 20.000 Euro, der NS8 Collet kostet uns der 15.000 Liter Anhänger. Wir haben alle Standardfrüchte. In der Beschreibung steht was von Gülle, hier steht Mist, das könnte ich noch nachvollziehen, wie man hier in einem Anhänger Gülle transportieren soll. Soll mir einer vormachen. Der zweite kostet ein bisschen weniger, 18.000 Euro und bietet nur 10.000 Liter Kapazität. Da frage ich mich, preis-leistungsmäßig ist das ein ganz schlechter Zug von denen. Denn da wird, glaube ich, so gut wie jeder zum 15-Tonner greifen. Füllstand bzw. Füllfruchtsorten sind dieselben. Wie gesagt, Preis ist nicht viel. Also auch für die armen Bauern geeignet. Was wir noch uns anschauen können, wäre die Lok. Die Lok müsste eigentlich fehlerfrei sein. Allerdings kann ich das nicht garantieren. Wenn wir jetzt auch noch die dementsprechenden Einträge finden, wäre ich schon mal zufrieden. Ja, und da sind sie auch. Die Einträge sind... Oh, wir haben irgendein Warning von der Toggle-Tip-Site. Is disabled for this vehicle. Also es hat irgendwas mit der... Kipp-Auswahl zu tun, welche Seite abkippen soll, ist vielleicht auch der Mod von meinen Mods eingebaut und das verträgt sich dann nicht. Wie gesagt, der Mod an sich ist lockfehlerfrei, super Sache. Schauen wir uns mal die genaueren Details an. Ja, im Prinzip eigentlich eine solide, gute Modellierung. Die Texturen sind in Ordnung. Es sind so bei mir so 3 Sterne, aber auch schon Maximum. Das geht besser. Wir haben hier die Standard Trelleborg-Reifen, wir haben hinten ein Kennzeichen und dementsprechende Beleuchtung. Die ist wenigstens vorhanden. Die Heckklappe in Gelb sieht schon mal besser aus als das Grün. Das ist sehr verkrieselt, es ist unscharf, es ist verpixelt und ja, es ist nicht so brutal gut, das muss man so sagen. Ich würde die generell schon mal ungefähr auf 3-Sterne-Niveau einschätzen. Wir haben hier die Fillplane eines vollen Anhängers und ich finde, die Fillplane ist geil. Die ist richtig geil, die ist relativ voll, so wie ich mir das auch wünschen würde bei einem Anhänger. Von dem her bin ich da sehr zufrieden. Jetzt schauen wir uns aber auch noch an das Fahrverhalten bei dem vollen Anhänger. Ihr seht im Prinzip den Unterschied, da ist oben ein Aufbau drauf, da gehen 5000 Liter mehr rein. Ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber kann schon ungefähr hinkommen. Ihr seht 100%, angekuppelt ist er perfekt gerade, das heißt, er hängt nicht schräg nach unten oder nach oben. Er ist perfekt gerade, das ist das Wichtigste. Blinker funktionieren, Licht funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ne, diese Leuchten funktionieren nicht. Müssen sie auch nicht. Generell, wie gesagt, würde ich sagen, grundsolide 3 Sterne. Viel mehr wäre hier nicht möglich, meiner Meinung nach. Und... ja, wenn wir mal ein bisschen eine Kurve fahren, neigt sich das Ding auch schon ganz schön. Aber man darf nicht vergessen, wir fahren auch 43 km/h. Ansonsten würde ich sagen, solides Teil. Wer ZDT-Fan ist, kann ich das Teil gerne laden. Auch andere, die einen kleinen Muldenkipper suchen, können sich das Teil gerne laden. Aber ihr müsst ein paar Abstriche bei der Textur und dem Modell machen. Wen das nicht stört, ist hier bestens mit aufgehoben und kann sich hier sicherlich an den Anhängern sehr erfreuen im Spiel. Das war's von mir. Wir sehen uns bei der letzten Wortvorstellung für heute nachher. Eine kleine Überraschung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.